rutsch mal bitte weg vom Fahrzeug. Gleich hab ich. Es ist ganz einfach. Heute ist endlich der Tag gekommen, wo wir bei den Wheelie lernen wollen. Und dafür bauen wir uns eine Wheelie-Lernmaschine. Das Thema ist ungefähr 3 Jahre alt oder so ähnlich. Und heute hat es angefangen zu schneien, also haben wir uns gedacht, es ist der perfekte Tag, um das Ding zu bauen. So, das Prinzip ist gänzlich einfach. Wir haben hier das perfekte Wheelie-Motorrad. Eine Yamaha DT125. Es ist sozusagen die prädestinierte Wheelie-Maschine. Ich habe Ewigkeiten versucht, eine bei Instagram zu kriegen und dann, auf einmal kam der Tag. Die Schweizer kamen. Nein, Digga, was? 3 Jahre gestanden. Wow, yeah. Jawohl, wie geil ist das denn? Stützräder bauen wir im Grunde. Genau, wir machen ein einfaches Prinzip und zwar so demontierbar, dass das auch auf andere Maschinen theoretisch passt. Ja, ein Dreirad quasi. Also genau. Rechts und links kommen jeweils 2 Räder ran und ganz hinten kommt noch ein Rad hin, was dann eben der Anschlag ist, dass man nicht auf dem Boden landet hier mit dem ganzen Gelöt, sondern auf dem Schlitten. Also du kannst da nicht mehr nach hinten und du kannst nicht mehr zur Seite umfallen. Ja. Wollen wir dann so Wheelie-Kurse für unter 12-Jährige anbieten und so einen Quatsch? Ist ja im Grunde total sicher. Wheelie-Workshop. Wheelie-Workshop. Oh, geil. Ich bin so richtig gespannt, ob die Scheiße funktioniert. Wenn das endlich geht, ne? Das ist nämlich mein großes Ziel für 22. Ich möchte Französisch lernen, abschalten und Wheelies machen. Mehr nicht eigentlich. Die Idee ist jetzt, unsere Achse sozusagen, also die Hinterachse, Bolzen. Ja. Stäbchen da, das Metallstäbchen auszutauschen gegen eine Gewindestange. Ey, klasse. Oh, Vorsicht, mit dem Kugellager da. Jo, jo, jo. So, und dann können wir nämlich einfach von hier hinten Muttern draufschrauben und so das Rad wieder fixieren. Was hältst du davon? Ja. Sagen wir mal 40, ja? Okay. So, das machen wir da hinten auch. Und jetzt kommt mein Trick. Jetzt dachte ich, legen wir die hier hin. Ja. Sieht ja irgendwie ganz schräg aus, ne? Achso, warte mal, der ist ja auch irgendwie komisch, ne? Innen oder außen? Was ist denn jetzt hier richtig? Ja, ich überlege jetzt auch gerade. Oder wir machen Gehrung oder was? Da Gehrung, klar. Ja, und hier? Auch Gehrung, klar. Ja? Klar. Ja. Und wie hast du die jetzt einfach, kopierst du die jetzt 1:1? Nee, kann ja gar nicht. Ich kann jetzt gleich zeigen, wie es geht. Doch, wir brauchen genau das gleiche nochmal, ne? Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee. Nein. Nee. Weil der Winkel komplett verkehrt ist. Nee, ist ein bisschen anderer. Und der läuft ein hinten zusammen. Anderer Winkel. Ich zeig das kurz. Ich habe meine 2 geschätzt. Und ich wette, dass das richtig geil wird. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Warte mal. Warte mal, du musst da ja auch. Ja, ja, das hat auch gar nichts hier. Richtet mal richtig aus. Das stimmt doch nicht. Das kann ich doch schon hier sehen. Stopp, stopp. Das muss doch hier. Was? Nee. Doch. Ist egal. Nee, komm. Ist egal. Nee, Kliman. Was ist? Was das ist? Mann, läuft nach hinten ab. Das ist doch total normal, dass das Teil hinten eingeknickt ist. Schräg. Wir müssen da den gleichen Abstand haben wie hier. Nee. So, hier haben wir 35. Eigentlich musst du da landen. Ja, auch kein Problem. Ja, doch. Ja, mach halt so. Ja, meiner passt immer. Meiner passt sogar nur noch besser so. Noch besser. Aber jetzt passt er da nicht mehr. Ja, bei deiner ja auch nicht. Ja, pass auf, dann hefte den jetzt vernünftig an und ich passe mich an dich an. Dann kommt der jetzt halt noch weiter nach hinten. Können wir die Achse hier drauflegen oder wie war dein Plan? Oder müssen wir die da reinbohren? Nee, bist du bescheuert oder was? Ja, drauf oder drunter würde ich machen. Drunter, ne? Weil dann kommen wir höher. Können wir gucken. Ja, ja. Weißt du, wie es aussieht? Und, wie jemand, der so macht. Art Attack! Hier eine Krawatte. Hat er die Kopfhörer auf der Nase? Mund, mach Mund. Klasse. Diese Idee ist ihrer Zeit weit voraus. Also, wer schon mal von euch einen Wheelie probiert hat, der wird es wissen. Es ist wirklich, du kippst überhaupt nicht doll, du kippst so. Ne? Also du kippst ja schon nicht doll, aber das reicht aus, um deine Kraft halt so abzuleiten.
So läuft es immer. Ich mache mal. Oder wir machen den hier doch von oben drauf schweißen. Du weißt, was es an Kipplast bedeutet? Guck mal, halt mal so fest. Ja, man könnte dann. Oh, fuck. Flexst du was? Meine Brille ist weg, ja. Hier. Ich hasse die, ne? Ich habe letztens was auch nicht ins Auge bekommen. Bei der? Jo. Deswegen brauche ich die. Weißt du warum? Weil dein Kopf ist richtig merkwürdig geformt. Es gibt ungeahnte, doch, ja. Tiefen zum Beispiel. Ich habe auch richtig Stirn Angst, wenn ich eine Glatze kriege, dass ich so eine irgendeine dicke Beule irgendwo habe oder dass ich so einen Spitzdach. Ich habe einen ganz krassen Plattkopf. Aber guck mal, dein Gesicht geht so, so und so. Ja, aber deins geht ja auch. Ja, meins geht auch. Geht gut klar. Ich sag ja nur, dass es klar ist, dass dir keine Brille passt. Ich habe keine Probleme. Hm? Ich habe keine Probleme mit dem Kopf. Jeppy, ab jetzt. Bauen wir jetzt hier mal kurz so eine kleine Fläche, wo wir dann gleich das Hinterrad dran bauen. Also wenn wir das schweißen, dann schmilzt das Rad oder das Kugellager schmilzt, dann dreht er sich nicht mehr richtig. Das wollen wir heute nicht machen, deswegen bohren wir. Hä? So. Hups. Was hast du denn gemacht? Die Bohrmaschine angesteckt. Da kam ein großer, ganz großer Funken raus. Wollen wir Mittag machen? Ja. Mal den rechts da, was ist das denn? Den? Ja. Ja, der ist ja gar nicht an wegen dem. Ich sitze vielleicht da, Block 1 bis 3. Aha, Moinsen. Bohren bleibt einfach scheiße. Bohren ist einfach scheiße. So. Die eine ist jetzt schon geheftet. Und damit die in der gleichen. Damit die auch beide gerade sind, lege ich jetzt hier nochmal so ein Ding an. So grob. Grob. Da kommen dann später ein Stopper drauf, haben wir zwei von, dann das Rad mit Kugellagern und wieder ein Stopper. Und den Rest schneiden wir dann ab. Aber das gucken wir dann. Jetzt muss ich das hier erstmal vernünftig dran fahren. Geil! Es ist passiert! Joel! Er hat richtige Nuss gegriffen. First try. Geil. Es ist passiert. Ja, das ist natürlich super. Weißt du, was das bedeutet? Heute läuft. Nee, das bedeutet, dass ich jetzt in einer anderen Liga angekommen bin. Ich habe mir gedacht, wenn das einmal passiert, bin ich Schrauber, nämlich. Krass, ey. Das ist wirklich was Besonderes, weil das ist das, was ein Mechatroniker von mir bisher immer unterschieden hat. Und jetzt bin ich einer geworden. Wollen wir einmal umdrehen, den Vogel hier dann? Hä? Das ja, ist und das ja haben wir hier nur mit Auge, ne? So langsam wird es eine runde Sache hier. Oh. Was? Hast du Hunger? Nee, wird langsam eine runde Sache. Und schon haben wir ein Hack. Was man nicht vergessen darf, ne? Da machen Leute Kurse hier für ordentlich Patete, ja, ne? Hier Jochen Schweizer da und ja, so. Bei Jochen Schweizer kannst du Wheelie-Kurse machen, aber hier, ne? Musst du auch mal für beklauen. Oder kommst du ins Klimasland? Geht beides. Man muss ja sagen, ich glaube, so das Coolste, was ein Mensch machen kann, ist auf einem Rad Motorrad fahren. Ich werde es auch bei meinem Xing-Profil eintragen, wenn ich es kann. Ich habe kein Xing. Oder bei Instagram darunter. Wheelie Machine oder sowas schreibe ich halt so. Also, dass ich das bin, nicht das hier, sondern ich. Gut, also wie geht's jetzt weiter? Ich würde fast hier vorne mal Rad ran. Warte mal, erstmal schon zurück. Aua! Oh, Finger klemmt. Ja. Ja, was? Ja, was? Kann ich auch nichts für. Das wird jetzt ein bisschen nervig hier. Warum? Ja, weil ich das schon mal gemacht habe. Kann ich dir sagen, dass es nervig ist halt. Erst Kette drauf. Jetzt sind wir drin. Aua! Ja, ich war aua! Warte kurz! Au! Junge. So, warte mal. Nee. Du musst nur noch deinen Stöpsel nee. Oh, so ein Moped, ne? Also ich bin kurz davor, bei Jochen Schweizer so einen Kurs zu buchen. Ist einfacher. Junge. Und jetzt fixieren wir mit unseren neuen Muttern die ganze Achse. Oh, super, fest. Oh gut. Oh, es ist dann doch am Ende wieder, also merke ich jetzt gerade mehr. Also, weil ich dachte eigentlich, es wäre weniger oder so. Naja, als ich vom Mittag gekommen bin, dachte ich auch gut.
So viel haben wir noch nicht geschafft. Okay, ich würde sagen, so müsste es gehen. Dann würde ich den jetzt sauber verschweißen. Du drehst mal die Muttern drauf und dann sind wir schon fertig. Naja, dann fehlt noch der ganze Rest, aber... Das heißt, da kommt noch eine Mutter hinter, ne? Genau. Ja, und dann klemmen wir die da ein. Ja. Ach, guck mal, jetzt ist es doch nicht mehr so ja, viel. Ja, wirklich, ey. Guck mal, es war vor 30 Sekunden noch schrecklich. Kann man da mit Druckluft oder so ran? Gib mal bitte hier Druckluft, das wird ja wohl gehen, da. Oh ja. Ich könnte dir, wenn du Bock hast, mal kurz ein paar Flügel draufschneiden. Ja, das wollte ich ja machen eigentlich. Machen wir mal eben. So, jetzt wird's laufen. Guck mal, Waldo hat auch eine Idee. Jawohl! Unser Champ. Geil, das ist gut. Naja, jetzt kommt noch mal ein bisschen Gewicht hier drauf. Wir können ja auch noch mit dem Reifendruck hinten spielen. Du. Das ist geil. So, ich schweiß den durch. Du kannst mir kurz noch mal zwei Streben von hinten zuschneiden, wa? Ja, oder für da vorne, ne? Das hält ja so noch nicht. Also ich würde hier welche machen und noch eine so, weil sonst knickt er uns hier hoch. Wir brauchen einfach ein zweites Rad. Weißt du? Du kannst ja das komplette, wie wir vorhin das Rad ausgebaut haben, kannst du das komplette Rad mit ausbauen und dann holen wir uns irgendwann ein gebrauchtes zweites Rad für die DT und haben ein ganz normales Motorrad wieder. Stimmt, du hast vollkommen recht. Geil. Einfach nur hier rausziehen, die ganze Konstruktion. Ja. Das Rad gehört jetzt einfach dazu ja, und ich besorge ein zweites hierfür. So easy. Also, jetzt ist die Frage, wo landen wir, wenn wir hochziehen? Dafür müssen wir hochziehen. So, eins, zwei. Alter! Du willst mich verarschen, das ist der Kipppunkt. Hast du? Ja, das Ding ist senkrecht. Jetzt kann ich die locker alleine halten. Ja, nicht, dass sie... Jetzt läuft da schon Sprit aus. Aber hier ist doch der Kipppunkt. Oh, da läuft richtig Sprit aus. Läuft er aus. Überlauf, Überlauf. Überlauf vom Vergaser. Ach, ja, und ist er leer, ne? Ja, wo war's denn jetzt? Jetzt sind wir wieder unten. Wollen wir nicht einfach das machen? Wir schrauben den Holz da unten drunter und dann kann man je nach Bedarf Holz drauf, weil das ist ein bisschen weicher auch, das kann sie abnutzen. Dann spackt man sie einfach nochmal eine Latte drauf. Ja, ist nicht so geil, das ja, ist nicht so geil, aber es ist auch eine Opfernode. Opfernode. Du hast 20 Sekunden Zeit, uns den Begriff Opfernode zu erklären. Ja, es ist nicht so schwer. Also das ist ein unedleres Metall, was dann vorher oxidiert, bevor mein Schiff verrostet quasi. Also es ist ein Bauteil, was man nutzt und es bewusst opfert. Nein. Oh, ey, es ist so weit von an deinem Pferd, ey, da kann ich meinen Kopf durchstecken, ey. Guck mal hier, Pödersen mal wieder durch ein Stück Holz ersetzt. Eins, zwei. Aua! Kannst du nicht mehr helfen? Ja. Ich kann hochreißen. Ja, dann machen wir los. Du schiebst. Das bringt nichts, geh da runter. Oh. Oh, das war wirklich ein bisschen... Hast du echt was gemacht? Ja, so also, nach hinten. Eins, zwei. Stopp, stopp. Nee, wir müssen weiter, Hey, lass das. Oh nee. Es geht nicht. Na doch, da ist jetzt mehr Gewicht. Soll ich mich jetzt ranhängen? Setz dich mal, ja. Ja. Ist doch gut. Ja? Ja, ist doch gut. Bleib mal sitzen. Ich guck mal, wo der Punkt ist. Noch nicht mal da. Aha. Da ist er. Ja, ist doch geil. Da brauchen wir doch gar nichts zu machen. Ja, lassen wir so. Also jetzt einmal Raptor den ganzen Bums hier. Ja. Und dann ist der große Test. Also erstmal hier. Guck dir den Scheiß mal an jetzt hier, Alter. Geraptort. Raptor. Raptor ist einfach das Geilste, was einem selbstgebauten Gefährt passieren kann.
Jetzt fehlt nur noch eine Sache. Wenn wir einen fetten Hochstarter gemacht haben und sagen wir mal den Kipppunkt überlastet, ne, dann schallern wir mit dem ja hier rauf. Und das ist Metall auf Metall. Wisch. Also, kommt noch ein bisschen Gummi drauf. Ein Pneu. Heißt das so? Reifen, ne? Das ist Französisch, glaube ich. Gleich habe ich. Das riecht so unangenehm. Da ist er. Könnt ihr euch eh schon mal dran gewöhnen, an den Geruch? Wieso? Wenn ich hier später ein paar Burnouts ziehe. Mach mal den Nieten-Michi ready, ich hol mal Nieten. Es ist noch zu früh für ein Bier, aber es ist niemals zu früh, zum Beispiel Druckluft zu wechseln. Hör mal. Klingt ein bisschen, ne? Ein bisschen Flens jetzt auch, ne? Nice. Ja, das ist feste. Und los! Ist doch super. Warte mal, was war das denn? Ist abgefallen, kurz. Bevor du runterklappst, will ich auch noch einmal sitzen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, es läuft doch jetzt gleich wieder alles aus da. Ja. Oh Gott. Aber es ist schon ziemlich geil. Voll. Okay, mach's mal. Aha. Man muss aufpassen, wenn man hinten ist, zieht man automatisch am Hebel. Also, pass auf, ich sag dir jetzt nochmal 2, 3 wichtige Sachen. Ganz kurz erstmal die Wunderkugel. Jetzt du! Let's go! Man bewegt sich automatisch wie einer von Tony Hawk, ne? Wie wenn man in einem Computerspiel den genau. Charakter auswählt, was du denn da irgendwie so über. Hä, hey, kann man wunderbar fahren, das Teil! Geil! Erstmal muss die Maschine ein bisschen warm werden, so, und dann geht's irgendwann los. Erstmal ein bisschen warm werden. Nicht direkt hochreißen, das ist wichtig. Es kann nichts passieren! Es kann nichts passieren! Okay, man kann halt schlecht lenken. Was hast du denn gemacht? Oh, voll auf den Tank geknallt mit den Eiern. Rutsch mal bitte weg vom Fahrzeug. Geh mal weiter weg, bitte. Ja, aber unsere Bremse ist umgeflutscht. Runterbremsen, Mann! Du bist hier in den Zug gefahren. Wir müssen kurz den Lenker hier reparieren. Jawohl! Reicht das so? Jo. Du darfst nicht anziehen, das mache ich auch automatisch. Arme lang lassen. Du kannst das nicht zu dir ziehen, das Motorrad. Jawohl! Schön. Oh, und da kommt mein Kasten Bier! So, das war ja alles nur die Aufwärmübung. Jetzt gehen wir zu Peter. Denn da ist Platz, guter Untergrund und vor allen Dingen Strecke. Mann, ey! Das kann doch nicht so schwer sein! Schön! Guck hier! Da ist er! Da ist er! Da ist er!
Also pass auf, du setzt dich so rein, genau in die Kuhle, dass dein Körper super dazu passt. Jetzt klemmst du das ganze Moped krass mit den Vorderbeinen ein. Du bist halt wie so ein Klumpen, du bist eins. Und deswegen machst du auch nicht immer dieses hier, weißt du? Sondern du bist eins, du bist das Motorrad. So, und wenn du dann hochziehst, dann bremst du dich wirklich nur runter. Du gibst kontinuierlich Gas und bremst dich leicht runter. Vorsichtig leicht runterbremsen. That's it. Okay, wow. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. Oh, geil, also ein Bock, ey, das erste Mal bin ich eins mit dem Motorrad. Also geil, geiles Teil, wirklich geiles Teil. Und es ist total sicher. Es kann wirklich nichts passieren. Also naja. Oh. Also so baut man eine Wheelie-Lernmaschine, jetzt müssen wir noch den Wheelie damit lernen. Aber das ist geil, da habe ich Bock, da setze ich mir mal ein paar Stunden ran, ja. Oder rauf. Kopfhörer rein, weil es ist ja nicht im Straßenverkehr erlaubt. Also außerhalb des Straßenverkehrs erlaubt. Genau. So, und dann kannst du schön Musik hören und nochmal hochziehen. Ja. Und hier ist auch ein guter Platz. Und das ist Arbeitszeit. Also, schreibt bitte alle Kommentare zu Wheelies oder Tipps und Tricks aus dem Alltag von euch und eurer Maschine in die Kommentare. Weil ich wette, es gibt noch zwei, drei kleine Kniffe, die uns helfen können. Nein.